Ein anderer Punkt. Es gibt Schubuhat, es gibt Dinge, die sind für manche Menschen Schubuhat, für mich aber nicht. Hm? Möglich oder nicht? Das ist möglich, der Hadith sagt das doch aus. لا يعلمهن كثير من الناس. Viele Menschen wissen nichts über sie. Das heißt, es gibt Menschen, die das wissen. Wenn es für mich keine Schubha darin gibt, dann gehört, fällt das nicht unbedingt zum Hadith, dann muss ich das nicht unbedingt meiden, aber ich kann das aus einer anderen Perspektive meiden, um meine Würde zu bewahren. Weil die Menschen sind wie Fliegen, viele, sie fallen nur auf Schmutz. Und wenn er irgendwo eine Möglichkeit sieht, der sieht hier, das ist etwas, die meisten Menschen, für die meisten Menschen ist das so eine zweifelhafte Angelegenheit oder für sie ist das etwas, die Menschen wissen es nicht, es ist für sie etwas Verbotenes. Für dich aber nicht. Für dich ist es nicht etwas Verbotenes. Du kennst, du weißt beispielsweise, das ist der Madhab, die Rechtsschule, der du folgst, das ist eine offizielle anerkannte Meinung bei ihnen, dass man das machen darf. Aber die Menschen wissen das nicht. So. Wenn du das in der Öffentlichkeit tust, wirst du dafür angeprangert. Man wird dich ins schlechte Licht ziehen. Man wird schlecht über dich reden. Und damit wird deine Würde angegriffen. So etwas sollte man meiden, wenn man es meiden kann. Wenn dir dadurch kein großer Nutzen entgeht, dann sollte man es meiden. Und deswegen wird überliefert, dass der Prophet in den Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts, er war in seinem Mu'takaf, und eine seiner Frauen, Safiya, hat ihn nachts besucht. Sie ist aus ihrem Haus in die Moschee gegangen oder hat draußen gestanden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam stand an der Tür, es war dunkel. Und da haben zwei Männer, die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam gesehen und sind dann angerannt gekommen. Warum? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam steht da mit einer Frau, wer ist das? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon von weitem, sie waren noch nicht angekommen. Er sagte, mach das langsam, es ist Safiya, also meine Frau. Und dann sagten sie, dann haben sie Ausdrücke gesagt, ja, nicht so, wie, nein, nein, meine nicht so. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der weiß, dass der Teufel, dass der Shaitan im Menschen fließt, wie sein Blut fließt. Er sagte, Inna Shaitana yajri min ibni Adam majra dam. Der Teufel, der Shaitan, fließt im Blut des Menschen. Und ich hatte Angst oder ich befürchtete, dass er etwas in euer Herz wirft. Also solche Gedanken. Deswegen, wer sich vor derartigen Zuständen schützen kann, der sollte das tun. Und das zeigt auch, dass der Mensch darum bemüht sein soll, seine Würde sauber zu halten. Seine Würde sauber zu halten. Sich nicht in Situationen zu begeben, die dazu führen könnten, auch wenn du nichts Falsches machst. Auch wenn du nichts Falsches machst, die deine Würde beflecken könnten. Ja, wie beispielsweise jemand, der, dieses Beispiel habe ich oft gegeben, weil mir persönlich kein anderes einfällt, wie jemand, der, ein Muslim, der trinkt keinen Alkohol, der macht nichts, aber der steht irgendwie immer vor einer Bar und einer Kneipe. Er trinkt nichts, er macht nichts, aber es ist so sein Ort, da trifft er sich, da ist eine Bank vor der Bar und er trifft sich dort immer mit seinen Freunden und die sitzen dort. Wenn du das einmal siehst, wirst du darüber weggucken. Beim zweiten Mal auch, aber beim dritten Mal wirst du dir sagen, es ist komisch. Was macht der hier? Der hat nichts Verbotenes gemacht und er wollte das auch nicht, aber du machst dich selbst zu einer Zielscheibe. Und das solltest du meiden. Ja, auch alkoholfreies Bier in der Öffentlichkeit zu trinken, ist auch nicht so eine Sache. Außer du bist nur umgeben von Leuten, wo du weißt, ja, dass es dort bekannt ist oder. Aber wenn du beispielsweise in einer Gesellschaft, du weißt, hier laufen und passieren viele Muslime vorbei und dann sitzt du mit so einer Flasche dort, ist alkoholfrei und trinkst es, das ist nicht so gut. Sieht auch nicht so sauber aus.